Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar über MyHeritage SuperSearch. Ich freue mich, dass Sie wieder heute so zahlreich erschienen sind, heute um 11 Uhr. Ich weiß auch gar nicht, ob ich guten Tag oder guten Morgen sagen soll. Ja, aber ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Und heute geht es um unsere genealogische Suchmaschine SuperSearch. Und ich werde Ihnen heute ein bisschen zeigen, wie Sie unter den 10 Millionen Aufzeichnungen, die wir bei MyHeritage anbieten, eben genau das Richtige finden für Sie, wie Sie durchsuchen können die Aufzeichnungen und wie Sie die eben finden. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Die sonst immer teilnehmen, kennen mich bestimmt ja auch schon, aber ich stelle mich wieder ganz kurz vor. Mein Name ist Silvia da Silva. Ich bin Country Managerin Germany, also für Deutschland und auch deutschsprachige Länder zuständig, arbeite bei MyHeritage im Marketing-Team seit jetzt schon 10 Jahren und bin eben verantwortlich für Marketing, Social Media, Blog und Pressearbeit. Das heißt, es kann auch sein, dass Sie vielleicht eine spezifische Supportfrage haben, die ich nicht beantworten kann, aber da würde ich Sie am Ende des Webinars nochmal darauf hinweisen, wo Sie sich eben melden sollen, oder ich versuche eben intern eine Lösung zu finden und würde mich nochmal bei Ihnen melden. Ja, Sie sehen wieder auf der rechten Seite die Systemsteuerung von GoToWebinar. Da haben Sie die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, die ich gerne beantworte am Ende des Webinars. Also meine Präsentation geht circa 40 Minuten und danach haben wir genug Zeit für Ihre Fragen. Können Sie aber auch gerne schon während des Webinars stellen, einfach unter den Unterpunkt Fragen Ihre Frage schreiben, senden und danach gehe ich auf die Frage ein. Auch heute haben wir zwei Gewinnspiele für Sie vorbereitet. Wenn Sie bis zum Ende durchhalten, dann haben Sie die Möglichkeit, zum einen ein MyHeritage-Komplett-Abo zu gewinnen. Das heißt, Sie sehen hier aufgelistet, was das alles beinhaltet. Zum einen eine Premium-Plus-Familienseite. Das heißt, Sie haben Zugang oder können alle Premium-Funktionen von MyHeritage nutzen und haben auch unbegrenzten Zugriff auf unsere 10 Milliarden historischen Aufzeichnungen. Darum geht es ja hauptsächlich heute. Und zum anderen können Sie einen MyHeritage DNA-Test gewinnen. Das ist ein DNA-Test für die Ahnenforschung, also für DNA-Genealogie. Ganz einfacher Wangenabstrich, 30 Sekunden und ungefähr 40 natürlich nicht, 4 Wochen, nachdem Sie den Test gemacht haben und das Labor Ihre Probe erhalten hat, bekommen Sie zum einen eine Ethnizitätsschätzung. Das ist eine prozentuale Aufschlüsselung der Herkunftsländer Ihrer Vorfahren und zum anderen DNA-Matches, also Übereinstimmungen mit Ihrer DNA. Wir bieten jetzt bei MyHeritage seit circa ungefähr 6 Monaten eben diese deutschsprachigen Webinare an. Alle 4 Wochen versuchen wir eben ein deutschsprachiges Webinar anzubieten. Ich habe vor 8 Wochen, glaube ich, den DNA-Test von MyHeritage präsentiert. Also wenn Sie Lust haben, sich das nochmal anzuschauen oder an sich anzuschauen, wenn Sie das verpasst haben, dann können Sie das unter familytreewebinars.com das gerne tun, aber ich werde auch noch mal am Ende darauf hinweisen, wo Sie genau alle Webinare finden. Und genau, das ist zum DNA-Test. Und letztes Mal habe ich über unsere Matching-Technologien ein bisschen erzählt. Auch da würden Sie das Webinar finden. Das heutige Webinar wird gerade auch aufgenommen, sodass Sie im Nachhinein immer die Möglichkeit haben, sich das noch mal anzuschauen. Ja, und bevor ich starte, möchte ich Ihnen auch noch sagen, dass ich seit einer Woche ein bisschen kränkle und leichtes Halskratzen habe und es sein kann, dass ich zwei, dreimal irgendwie dazwischen mal husten muss, aufhusten muss. Entschuldigung, kommt davon, wenn man drüber spricht. Deswegen möchte ich mich jetzt schon vorab entschuldigen. Ich wollte trotzdem dieses Webinar halten, weil sonst bin ich ja fit. Aber nur, dass Sie wissen, falls ich irgendwie zwischendurch kurz einen Schluck trinken muss oder irgendwie einmal husten muss, entschuldige ich mich schon jetzt dafür. Aber ja, also ich habe da halt so leichtes Halskratzen. Ja, die meisten sind MyHeritage-Nutzer, die jetzt hier teilnehmen, aber auch für die Neuen unter Ihnen, die eben MyHeritage nicht kennen. Wir sind die weltweit führende Plattform für Familiengeschichte und DNA-Genealogie. Ich habe hier so ein bisschen mal unsere Plattform, ja, so ein kleines Bild von der Plattform gemacht. Wir haben 45 Millionen Stammbäume, die von unseren 108 Millionen Nutzern weltweit erstellt wurden. Darunter finden Sie 3,6 Milliarden Profile. Die 10 Milliarden Aufzeichnungen, das ist das, worum es heute hauptsächlich gehen wird, auch weltweit,
Überall aus der Welt haben wir die verschiedensten Aufzeichnungen bei MyHeritage und unsere DNA-Datenbank beträgt derzeit 4 Millionen DNA-Kits. Wir sind sehr global, sehr international mit 42 Sprachen. Das heißt, jeder von überall aus der Welt kann unsere Seite nutzen. Wenn Sie zum Beispiel einen Cousin in Amerika haben, der kann genauso an Ihrem Stammbaum arbeiten wie Sie, auch wenn Sie eben alles auf Deutsch sehen, dann kann er die Sprache auf Englisch stellen und Sie können gemeinsam an einem Stammbaum arbeiten. Ja, noch einmal hier kurz umrande die 10 Milliarden Aufzeichnungen, darum geht es. Einmal nochmal zwei, drei oder vier Punkte jetzt, warum wir oder was uns anders macht als andere Genealogie-Plattformen. Wir haben natürlich, das ist ja das, worüber ich vorhin gesprochen habe, das letzte Webinar vor 4 Wochen, die MyHeritage Matching-Technologien. Wir haben eben überragende Technologien, die Ihnen dabei helfen, Ahnenforschung online zu betreiben. Falls Sie letztes Mal nicht dabei waren, dann sind Sie sehr herzlich eingeladen, sich eben diese Aufnahme anzuschauen. Da gibt es die verschiedensten Genealogien, die Technologien, die Ihnen helfen. Sehr international mit 42 Sprachen, hatte ich ja schon gesagt. Und wir sind wirklich benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Das ist das Feedback, was wir von unseren Nutzern erhalten. Sie haben die verschiedensten Möglichkeiten bei uns, auf Ihrem Stammbaum zu arbeiten, sei es online unter myheritage.de. Sie können von unterwegs aus an Ihrem Smartphone und Tablet am Stammbaum arbeiten oder auch den Family Tree Builder, das ist unsere Softline, Offline-Software. Also heute habe ich es ja echt, Entschuldigung. Die können sich kostenlos herunterladen, auf jeden Fall die Software, und können die nutzen. Und das Gute daran ist, egal von wo aus Sie an Ihrem Stammbaum arbeiten, das Ganze wird synchronisiert. Das heißt, wenn Sie von unterwegs aus vielleicht in einem Archiv schnell ein Foto aufnehmen und schnell Daten bearbeiten in einem Profil, dann, wenn Sie wieder zu Hause sind, den Rechner anmachen, würden Sie eben das Ganze auch direkt online sehen. Ja, und exklusive Datenbanken, auch das sei nochmal gesagt. Wir bieten natürlich viele Datensätze an, die Sie vielleicht auch woanders finden, aber es gibt auch exklusive Aufzeichnungen, die Sie nur auf MyHeritage finden. 10 Milliarden Aufzeichnungen bieten wir auf MyHeritage und ungefähr über 54 Millionen deutsche Aufzeichnungen. Über die deutschen Aufzeichnungen werde ich auch kurz sprechen, aber schauen wir uns doch einmal MyHeritage SuperSearch an. Sie haben zwei Möglichkeiten, SuperSearch, also die genealogische Suchmaschine von MyHeritage, zu öffnen. Zum einen über myheritage.de/research. Das ist eben der Link, den Sie nutzen, dann gelangen Sie eben auf diese SuperSearch-Seite. Oder wenn Sie eingeloggt sind in Ihrem Stammbaum, in Ihrem Account, klicken Sie auf den Reiter Forschung. Wenn Sie da drauf klicken, gelangen Sie eben auf diese Seite. Das ist die Seite von SuperSearch. Da fangen Sie Ihre Suche an. SuperSearch ist ein innovatives Online-Recherchesystem und unser Ziel ist es natürlich, Ihnen dabei zu helfen, mehr über Ihre Verwandten zu finden, historische Aufzeichnungen von Ihren Verwandten zu finden, und es ist eine einfache, effiziente und intelligente Technologie. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Suche, die werde ich Ihnen vorstellen. Und wir haben auch verschiedene einzigartige Merkmale, unter anderem das Namen-Matching. Das werde ich Ihnen auch vorstellen. Und natürlich ist es wertvoll für alle Nutzer von überall aus der Welt, weil wir eben 42 Sprachen anbieten und auch eine globale Namensübersetzung, über die ich letztes Mal gesprochen habe und auch heute wieder kurz präsentieren werde. Ja, das ist so die Seite, die Sie sehen. Sie könnten direkt eine einfache Suche starten, wenn Sie einen Vornamen, einen Nachnamen, ein Geburtsjahr, einen Geburtsort und eventuell auch noch ein Stichwort eingeben und dann auf Suchen klicken. Ganz rechts sehen Sie die einzelnen Kategorien, die wir haben. Wenn Sie aber wissen, ich möchte, Entschuldigung, ich möchte eigentlich nur deutsche Datensätze finden, also nur deutsche historische Aufzeichnungen, haben Sie die Möglichkeit, bevor Sie Ihre Suche starten, einmal runter zu scrollen. Und dann sehen Sie so eine Weltkarte. In dieser Weltkarte können Sie dann einen Kontinent auswählen. Wenn ich jetzt Deutschland auswählen möchte, würde ich natürlich erstmal Europa auswählen und danach Deutschland. Und ab jetzt, alles, was ich jetzt suche, alle Aufzeichnungen, die ich erhalte, sind die Aufzeichnungen, die eben aus Deutschland kommen. Das ist so schon mal eine vereinfachte Suche, die Sie machen können, wenn Sie wissen, ich brauche eigentlich erstmal nur Datensätze aus Deutschland. Einfach runterscrollen, Deutschland aussuchen und dann die Suche starten. Ja, wenn ich nochmal hochgehe, habe ich, wie gesagt, die Möglichkeit, eine Suche zu starten. Ich klicke jetzt, schreibe einen Vor- und Nachnamen, klicke Suchen. Dann sehe ich eben
alles, was mir dieser Name, was für Ergebnisse ich mir für diesen Namen erhalte. Ich sehe auch jetzt in dem Fall, der allererste Datensatz ist eben eine Zeitung. Da sehe ich, was für ein Text, also wo genau dieser Name in diesem Text vorkommt. Es kommt natürlich auch immer auf die Aufzeichnung an. Je nachdem, was das für eine Aufzeichnung ist, wird mir verschiedene Informationen auf dieser Seite angezeigt. Dadurch, dass es eben eine Zeitung ist, der allererste Eintrag, sehe ich den Text, wo dieser Name auch gelb hervorgerufen ist, und ich sehe auch, von wo diese Aufzeichnung stammt, das Datum und auch die Seite. Wenn ich ein bisschen weiter runtergehe, zum Beispiel bei Nummer 3, da sehe ich auch Leo Hackman, und da sehe ich, das ist eine Volkszählung aus den USA von 1940, da sehe ich wiederum schon andere Informationen als ganz oben, weil eine Volkszählung natürlich auch ganz anders ist als ein Zeitungsartikel. Da finde ich ganz andere Informationen. Sie werden auch niemals in einer Geburtsurkunde zum Beispiel Todesdaten finden. Also wenn Sie irgendwie ein Todesdatum suchen, ist natürlich eine Geburtsurkunde total falsch. Ja, wenn ich jetzt das erste auswählen würde, weil ich denke, das ist relevant für mich, dann sehe ich dann so eine Seite hier, wenn es zu dem Datensatz auch ein Bild gibt, und meistens gibt es ein Bild, dann sehe ich dieses Bild, und dieses kann ich mir auch in Vollbildschirm anzeigen lassen, und ansonsten sehe ich den ganzen transkribierten Text eben oben, der wichtig für mich ist. Das wäre die einfache Suche. Aber gehen wir mal ein paar Schritte zurück und schauen uns die Technologie hinter SuperSearch mal genauer an. Ja, also wenn ich eine Suche starte, dann kann ich anfangen, einen Namen einzugeben. Wenn ich eingeloggt bin in meinem Stammbaum, dann erkennt MyHeritage direkt die Person, die sie eintragen. Das heißt, ich fange jetzt mit J-E-N an, also Jen, und sehe diese Person in meinem Stammbaum und kann die auswählen. Ich kann auch, wenn ich verschiedene Stammbäume habe, sagen, für welchen Stammbaum ich genau jetzt diesen Datensatz suche, also für die welche Person und für welchen Stammbaum. Auch hier einmal kurz die Bilder, die Sie hier sehen, sind zwar aus unserer englischen Variante, weil ich mal diese Präsentation auch auf Englisch gehalten habe, sollte Sie aber jetzt nicht wirklich stören, weil ich natürlich alles auf Deutsch erkläre, und ja, ich hoffe, das ist jetzt für Sie nicht so schlimm. Ja, dann habe ich den Namen angefangen zu tippen und sehe dann direkt die Profile aus meinem Stammbaum, die MyHeritage erkennt. Ich kann das Ganze auswählen, und es gibt natürlich verschiedene Arten von Datensätzen. Das ist das, was ich jetzt hier rechts sehe. Ich sehe dann halt ein Ergebnis. Ich muss mal einmal ganz kurz das hier wegmachen. So. Ja, ich sehe dann halt das Ergebnis. Das ist jetzt in dem Fall über 9 Millionen Datensätze, wo ich jetzt diesen Namen finden würde. Das ist natürlich viel zu viel. Ich muss das Ganze mal ein bisschen vereinfachen. Und ich habe den Punkt unter Forschung. Wenn ich eine normale Suche starte, gehe ich einfach auf alle Aufzeichnungen durchsuchen. Ich habe aber auch den Sammlungskatalog. Das ist das, was Sie hier sehen, Collection Catalog. Und zwar sehe ich links alle Sammlungen, die wir haben. Alle Sammlungen haben auch Untersammlungen, also Unterkategorien. Genau, also jetzt hier Birth, Marriage und Death, also Geburtsdaten, Hochzeitsdaten und Todesdaten. Wenn ich da drauf klicke, dann sehe ich nochmal Unterkategorien. Also ich kann dann natürlich differenzieren zwischen nur Geburtsurkunden, nur Hochzeits- und Scheidungsurkunden oder nur Todesurkunden. Das kann ich dann nochmal präzise suchen. Dann kann ich natürlich auch nach Ort, das hatte ich Ihnen ganz am Anfang ja schon gezeigt mit der Weltkarte, aber auch hier, wenn ich die Suche getätigt habe, habe ich auch hier nochmal die Möglichkeit zu sehen, für die bestimmte Kollektion, also für die bestimmte Sammlung, jetzt in dem Fall 1079 Datensätze, wo von überall aus der Welt kommen eigentlich diese Datensätze. Wir sehen 1000 davon aus Europa, über 3000 aus den USA, und auch unten kann ich nochmal differenzieren, was die Jahreszahlen angeht. Wenn ich weiß, die Ururgroßmutter ist zwischen 1890 und 1900 geboren, dann kann ich natürlich das auch hier in den Jahren auswählen, sodass mir wirklich nur für diese Zeit das angezeigt wird. Auch habe ich die Möglichkeit, oben ein Stichwort einzugeben, also Yearbook, ein Jahrbuch. Wenn ich das eingebe, dann bekomme ich dann nur unter dieser Sammlung alle Datensätze angezeigt, die dieses Wort Yearbook beinhalten. Das sind jetzt in dem Fall nur noch 44 Sammlungen. Ja,
SuperSearch, damit können Sie komplexe Abfragen stellen. Wenn ich ein bisschen mehr herausfinden will oder nicht einfach eine ganz normale, banale Suche starte mit Vor-, Nachnamen, Geburtsjahr und Suchen, sondern eine erweiterte Suche, dann klicke ich oben daneben auf das Zeichen Erweiterte Suche. Und dann habe ich hier wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, nach den Datensätzen zu suchen. Sie sehen jetzt hier, habe ich ein paar Sammlungen aufgelistet. Die verschiedensten Sammlungen werden Ihnen auch die verschiedensten Möglichkeiten geben, nach Daten zu suchen. Das ist ganz wichtig. Sie werden eben, wenn Sie für eine Volkszählung suchen, ganz andere Möglichkeiten haben als irgendwie eine Geburtsurkunde, weil die Daten, hatte ich vorhin schon erzählt, eben anders sind, die Sie in einer Aufzeichnung finden. Ja, Sie haben die Möglichkeit, nach bestimmten Ereignissen zu suchen, wenn Sie eben den Namen einer Person eingegeben haben und sagen, ich möchte jetzt wirklich nur etwas über die Geburt erfahren, also eine Geburtsurkunde, dann können Sie sagen hier, ich suche nach Aufzeichnungen für das Ereignis Geburt. Und auch was die Beziehungen angeht, auch da können Sie, wenn Sie sagen, ich weiß für die Person, die ich jetzt suche, wie die Mutter mit Vor- und Nachnamen heißt. Also jetzt hier kann ich sagen, unter Verwandte, Mutter, Vor- und Nachname eingeben. Wenn jetzt in dem Fall die Person auch noch einen Bruder hat, kann ich auch da den Vornamen und Nachnamen eingeben und kann dann sagen, such. Also je spezifischer ich Daten weiß, desto besser ist es. Also dieses ganze System bei SuperSearch ist sehr komplex und ich kann ziemlich viel eingeben. Ja, es gibt natürlich weitere Suchmöglichkeiten. Das Name Matching, was ich vorhin gesagt habe, gilt für Vor- und Nachnamen. In dem Fall schauen wir uns erstmal die Nachnamen an. Ich kann nämlich sagen, bei jeder Suche, die Sie tätigen, können Sie sagen, ich möchte exakt das suchen, was ich hier eingegeben habe. Der Name soll genauso exakt in dem Datensatz zu sehen sein, egal ob es andere Varianten gibt, ich möchte es exakt so sehen. Dann werden Sie wahrscheinlich nicht so viele Treffer haben. Wenn Sie aber sagen, ach komm, vielleicht wurde irgendwann dieser Name falsch geschrieben oder anders geschrieben im Datensatz oder vielleicht habe ich selber nicht die richtige Schreibweise, kann ich sagen, dass ich nach ähnlich klingenden Nachnamen suchen möchte. Das ist jetzt das hier. Wir haben ganz viele Möglichkeiten eben nach Entschuldigung, eine Klangsuche zu machen. Also das ist das, was wir von vornherein Ihnen anbieten. Metaphone 3 und Dutch Motorkopf Soundex. Es gibt auch noch Megadex und Regular Soundex und. Da kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht genau sagen, was das alles bedeutet, aber das können Sie nachlesen bei uns auf der Seite. Aber das geht immer um den Klang des Namens. Und ich würde Ihnen immer anbieten, vielleicht einmal eine exakte Suche zu starten, einfach zu sehen, was erhalte ich denn, wenn ich eine exakte Suche mache, genau zu den Daten, die ich eingebe, und dann da schon zu variieren. Erstmal mit dem Nachnamen vielleicht anzufangen und zu sagen, bitte finde nach ähnlich klingenden Nachnamen. Oder bei den Vornamen haben Sie die Möglichkeit, was die Rechtschreibung und Synonyme angeht, auch da verschiedene Ergebnisse angezeigt zu bekommen. Wenn ich also sage, ich möchte, dass Sie für mich Ergebnisse finden für Vornamen, die ähnlich sind. Also zum Beispiel habe ich den Namen Wilhelm. Es kann sein, dass Wilhelm vielleicht in einem Zeitungsartikel, vielleicht ein Geburtstagsgruß, der in einem Zeitungsartikel geschrieben wurde von einem Bruder oder einer Schwester. Und die nennen ihn vielleicht Willi und gar nicht Wilhelm. Kann es sein, dass er eben in diesem Zeitungsartikel als Willi angezeigt wird und nicht als Wilhelm? Also hätte ich jetzt gesagt, ja, suche nach ähnlich klingenden Namen. Zum Beispiel Willi für Wilhelm wäre ein Beispiel. Oder es kann auch sein, dass man nur den Nachnamen findet und der Vorname wurde vielleicht nur durch die Initialien angegeben. Also zum Beispiel nur W. Gustav oder W. Schmidt. Auch da kann ich sagen, dass das W. eben für Wilhelm steht und dass ich auch da möchte, dass man Datensätze findet. Auch was das Datum angeht, also auch hier haben Sie verschiedenste Möglichkeiten, weil Sie natürlich hundertprozentig sicher sind, dass der Onkel dann und dann geboren wurde. Also Tag, Monat und Jahr ist definitiv hundertprozentig korrekt. Dann ja, kann das sein, dass das für Sie nicht so relevant ist. Aber wenn Sie sagen, ach, ich weiß gar nicht, wann die Ur-Ur-Oma genau gestorben ist, ich glaube zwischen 1900 und 1902, dann können Sie auch hier beim Datum sagen, bitte finde
Datensätze, die eben zwischen, also Sie geben ein Jahr ein, sagen wir mal 1900, und können sagen plus minus 2 Jahre. Also würde er zwischen, oder würde SuperSearch zwischen 1898, Entschuldigung, und 1902 suchen, weil ich habe 2 Jahre angegeben, also plus minus 2 Jahre. Nach vorne und nach hinten. Und es gibt die Möglichkeit, Stichworte einzugeben. Wenn Sie auch da zum Beispiel wissen, der Onkel ist Koch gewesen, Anwalt oder hat bestimmte Adjektive, die ihn einfach beschreiben, dann können Sie sagen, hier in dem Fall steht der Präsident, können Sie schreiben Anwalt oder irgendwas, was vielleicht auch nochmal hilfreich ist für unsere Suche. Geben Sie eben ein Stichwort ein und auch da wird eben danach gesucht. Also haben Sie hier auch die Möglichkeit, eben Freitext anzugeben. Ja, es gibt ein Ergebnisranking und viele verstehen nicht so ganz, was dieses Ranking bedeutet. Ach, wenn da jetzt von 5 Sternen 4,5 Sterne angezeigt werden, dann muss definitiv dieser Datensatz für mich sein. Und zum anderen, wenn ich nur 2 Sterne sehe, ach, dann brauche ich mir das jetzt gar nicht anzugucken, weil 2 Sterne, das ist ja, brauche ich ja gar nicht. Nein, das ist falsch. Dieses Ranking bezieht sich darauf, oder bezieht sich auf die Daten, die Sie selbst in Ihrem Stammbaum eingegeben haben. Also, ich erkläre das mal. Frank D. Burkett ist das, was ich in meinem Stammbaum habe und eben suche. Ich habe in meinem Stammbaum für Frank schon verschiedene Daten eingegeben. Es kann sein, dass ich schon sehr, sehr viel weiß über Frank. Ich habe ein Geburtsdatum, ich habe ein Todesdatum, ein Geburtsort, ein Todesort. Ich weiß, wann er umgezogen ist, wohin er umgezogen ist und, und. Also sein Profil ist fast vollständig. Trotzdem möchten Sie weitersuchen und noch mehr herausfinden. Wenn Sie das machen, kann es sein, dass Sie gar keine Ergebnisse erhalten oder wenige Ergebnisse. Und es kann sein, dass Sie einen Datensatz haben mit 2 Sternen. Und dann denken Sie, ach nee, das brauche ich ja nicht gucken. Aber diese 2 Sterne beziehen sich nur auf die Daten, die Sie in Ihrem Stammbaum eingegeben haben. Das heißt, dadurch, dass Sie schon so viele Daten für Frank in Ihrem Stammbaum haben und dieser bestimmte Datensatz diese ganzen Daten, die Sie selbst haben, nicht beinhaltet. Also das heißt, vielleicht ein Zeitungsartikel, wo da gar nicht irgendwie komplett auf seine Geburtsdaten und Todesdaten eingegangen wird, sondern da ist einfach nur, ja, vielleicht ein Geburtstagsgruß, wie ich vorhin gesagt habe. Jemand hat eine schöne Anzeige gemacht zu seinem Geburtstag und da finden Sie halt nicht mehr. Dann erhalten Sie diese 2 Sterne, weil wir sehen, guck mal, das ist da gar nicht so eine richtig große Übereinstimmung zwischen dem Profil in Ihrem Baum und dem Datensatz, den wir finden. Aber wenn Sie diesen Datensatz öffnen und das nochmal sich anschauen, sehen Sie, ach doch, dieser Datensatz, der ist wichtig für mich, weil es doch der Frank ist. Wir schauen aber eben nach den Daten, die Sie in Ihrem Stammbaum haben und den Daten, die eben in der Aufzeichnung sind. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so ein bisschen erklären. Also das wird halt miteinander verglichen. Dann wird eine Übereinstimmung gesucht und je mehr Übereinstimmungen wir finden, desto natürlich ist die Sternanzahl. Wenn aber kaum Übereinstimmung gefunden wird, dann ist da vielleicht nur 1 oder 2 Sterne, kann aber sein, dass dieser Datensatz für Sie trotzdem relevant ist. Entschuldigung. So, schauen wir uns mal die Hierarchie an und die ganzen Kategorien, die wir haben. Sie sehen, jede Sammlung hat eine Oberkategorie, sage ich mal. Also es gibt zum Beispiel die Kategorie Volkszählungen und Wahllisten. Wenn ich da drauf gehe, gibt es dann bestimmte Unterkategorien. Bei den Volkszählungen würde ich zum Beispiel finden die USA-Volkszählung von 1940 oder die USA-Volkszählung von 1910. Das würde ich alles unter Volkszählungen und Wahllisten finden. Das Ganze können Sie eben nach Schlüsselfeldern eingrenzen, also Namen, Daten und Orten. Und Sie haben die Möglichkeit, falls Sie eine erweiterte Suche gestartet haben und nicht möchten und nicht sofort eine neue Suche starten möchten, sondern diese Suche, die Sie bereits getätigt haben, einfach bearbeiten möchten, können Sie sagen Edit Search, also Suche bearbeiten und fügen einfach neue Details hinzu, neue Informationen und die Suche startet neu. Es ist aber immer noch die gleiche Suche, die Sie vorhin schon getätigt haben. Sie müssen nicht eine komplett neue Suche starten. Ja. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt wieder den Frank D. Burkert. Der befindet sich in der USA-Volkszählung von 1910. Ich sehe in diesem Datensatz alle transkribierten oder den ganzen transkribierten Text.
Und ich habe die Möglichkeit, für jede Sammlung auf MyHeritage auf dieses kleine i-Zeichen zu klicken, neben dem Titel, und erhalte Informationen zu der bestimmten Sammlung. Also jetzt in dem Fall Volkszählung von 1910 aus den USA. Ich sehe, wann genau diese Volkszählung durchgeführt wurde, wie viele Personen teilgenommen haben, vielleicht bestimmte andere Informationen, die Sie finden. Also das heißt, zu jeder Sammlung können Sie eben ein bisschen was sich durchlesen und informieren. Und wenn ich dann runterscrolle, kann ich mir, wenn es eben dazu ein Bild gibt, kann ich mir dieses Bild anschauen und auch in Vollbildschirmmodus. Und ganz wichtig ist das, was Sie jetzt hier sehen. Oft gibt es viele Seiten zu einem Datensatz. Gerade bei Volkszählung ist es natürlich so, dass es Dokumente sind mit ganz, ganz vielen Seiten. Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Vorfahren, der kommt auf Seite 2 ganz oben vor. Bei Volkszählung ist es so, dass natürlich alle Haushaltsmitglieder mit aufgezählt werden. Das heißt, es gibt immer den Oberhaupt, sage ich mal. Dann gibt es wahrscheinlich die Frau und die Kinder und vielleicht andere, vielleicht auch einen Bruder oder eine Schwester, der mit in dem Haus gelebt hat. Und die werden da alle aufgelistet. Und wenn mein Vorfahre auf Seite 1 direkt an erster Stelle kommt, kann es natürlich sein, dass ich auf Seite 2, Entschuldigung, also auf Seite 2 kommt mein Vorfahre an erster Stelle. Kann es sein, dass auf Seite 1 ganz unten die anderen Vorfahren oder die anderen eben Verwandten von dem Vorfahren vorkommen. Wiederum kann es auch sein, wenn der Vorfahre bei der allerletzten Seite vorkommt, ganz oben, kann sein, dass die Seite davor unten auch Mitglieder erwähnt. Also das heißt auch hier eben die Möglichkeit zu blättern und nochmal zu gucken, wo genau sind Informationen vorhanden, die für mich wichtig sind. Ja, Vollbildschirm hatte ich ja gesagt, dann würde das Ganze so aussehen. Sie haben die Möglichkeit, diesen Datensatz zu drucken, herunterzuladen und natürlich in Ihrem Stammbaum zu speichern. Ja, macht mehr Sinn. Natürlich kann man es sich auch einfach ausdrucken und in einer Mappe abheften und gut ist. Aber es macht natürlich Sinn, diesen bestimmten Datensatz, den ich gefunden habe, mit dem entsprechenden Profil zu verknüpfen. Und das kann ich, wenn ich sage, Aufzeichnung speichern. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Was ich aber jetzt hier nochmal sehe, ich sehe jetzt gerade alle Personen aufgelistet, die eben in Verbindung zu diesem Datensatz stehen und auch in Verbindung zu Frank stehen. Also ich sehe auch Franks Ehefrau, ich sehe seinen Sohn und die zwei Töchter, die kommen auch vor. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte eben diesen Datensatz speichern in meinem Stammbaum, dann weiß MyHeritage direkt, für welche Person sie das machen möchten, weil wir die Person erkennen oder weil sie auch wahrscheinlich bei der Suche den Namen eingegeben hatten. Falls Sie jetzt an diesen Punkt kommen und sagen, nee, nee, also ich möchte es gar nicht für Frank Burkett hier speichern, sondern für eine andere Person, haben Sie natürlich die Möglichkeit, in Ihrem Stammbaum zu suchen, eine andere Person zu suchen, diese auszuwählen und dann für diese Person den Datensatz zu speichern. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, der natürlich ganz wichtig ist, eben die ganzen Informationen, die diese historische Aufzeichnung hat, in meinem Stammbaum abzuspeichern. Wenn Sie Informationen extrahieren von einem Datensatz, haben Sie links immer all das, was in Ihrem eigenen Stammbaum vorkommt und rechts all das, was eben in diesem Datensatz vorkommt. Außerdem sehen Sie, was alles neu für Sie ist und auch vielleicht, wenn etwas einfach verbessert wird. In dem Fall habe ich in meinem Stammbaum für Frank einfach nur Frank als Vornamen und bei der Volkszählung steht da Frank D. Das heißt, das ist schon mal etwas, was ich verbessern kann. Für Geburt habe ich überhaupt keine Informationen und für Wohnort habe ich auch überhaupt nichts. Also könnte ich all das zu meinem Stammbaum hinzufügen. Hier in der Mitte sehen Sie die einzelnen Möglichkeiten, die Sie haben, eben einzeln die Sachen zu extrahieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, ganz am Ende, wenn Sie eben noch mehr sehen möchten und runterscrollen, haben Sie die Möglichkeit, eben auch noch mehr zu sehen und ganz unten mit dem doppelten Pfeil zu sagen, alles extrahieren, also all das, was ich habe zu extrahieren. Was ich letztes Mal gesagt habe im Webinar über die Technologien, und das ist natürlich auch eine Technologie, nicht einfach blind copy-paste. Also bitte nicht einfach gucken, ach hier, da ist ja so viel, das habe ich nicht, zack, kopieren, fertig. Nein, das funktioniert so nicht. Jetzt in dem Fall ist es natürlich eine Volkszählung. Es gibt natürlich auch Übereinstimmungen mit Daten von anderen Nutzern, also Smart Matches nennen wir das ja, also Daten aus Familienstammbäumen von anderen Nutzern von MyHeritage. Auch da können Sie natürlich Fehler finden und ich würde nicht einfach blind copy-paste machen, sondern wirklich jede einzelne
jede einzelne Information einzeln durchgehen und gucken, ob das wirklich passt und dann erst kopieren. Ja, dann sage ich abspeichern in meinem Stammbaum. Und das Ganze wird eben in meinem Stammbaum jetzt für Frank Burkett gespeichert als Zitat unter seinem Profil. Also ich habe jetzt in seinem Profil eine Quellenangabe und ich und auch die Mitglieder meiner Familienseite können das sehen und können eben sehen, woher eben diese Quelle stammt. Wenn ich dann nochmal runterscrolle, dann kommt Record Detective, hatte ich letztes Mal vorgestellt, werde ich jetzt auch nicht zu viel, werde jetzt nicht zu viel drüber sprechen, aber das sind eben relevantere, also weitere relevante Aufzeichnungen für mich. Also Aufzeichnungen, die vielleicht mit Frank in Verbindung stehen oder auch mit Verwandten von Frank, also seinen Töchtern vielleicht, Rebecca F. sehe ich zum Beispiel unten. Das ist die Tochter oder Lulu ist auch die Tochter und für die gibt es noch weitere Aufzeichnungen. Also Record Detective zeigt Ihnen noch weitere Aufzeichnungen, die Sie auch in Ihrem Baum hinzufügen könnten. Ja, was ist, wenn Sie Fehler finden? Das kann natürlich sein. Ich hatte ja gesagt, nicht nur die Nutzer machen Fehler, es kann auch sein, dass Sie in Datensätzen Fehler finden. Es kann natürlich auch sein, bei einer Taufe, dass irgendwie der Vorname oder Nachname falsch geschrieben wurde, dass der Zuständige, der das eben geschrieben hat, irgendwie einen Flüchtigkeitsfehler gemacht hat und, und. Also es kann sein, dass Sie immer Fehler finden. Auch hier haben wir eine Möglichkeit, Do-it-yourself-Aufzeichnungen korrigieren. Sie haben die Möglichkeit, Namen in Aufzeichnungen, die Sie finden und die Sie für fehlerhaft befinden, eben zu korrigieren. Das heißt, Sie schicken uns Ihre Vorschläge. Diese Vorschläge werden nicht ersetzt. Also trotzdem bleibt weiterhin das Originaldokument so, wie es ist. Aber wir schreiben oder wir haben dann ein Synonym hinzugefügt und das Ganze wird automatisch einmal pro Woche indexiert. Und Sie können einem Datensatz mehrere Namensvorschläge hinzufügen. Das Ganze funktioniert natürlich nur für Namen in strukturierten Datensätzen mit Namensfeldern, sonst geht das nicht. Also diese Korrektur ist derzeit nur für Namen auf dem Markt, das heißt so Volkszählungen oder Geburts-, Todes- und Hochzeitsurkunden, Passagierlisten, das alles, das könnten Sie korrigieren. Und ich habe hier ein Beispiel für Sie für Hyman Posenberg. Hyman Posenberg ist ein Vorfahrer von Daniel Horowitz. Daniel Horowitz ist mein Kollege, der ist professioneller Genealoge bei MyHeritage. Und er hat bei Billion Graves, das ist eine kostenlose Sammlung, die Sie bei uns benutzen können, also die wir Ihnen eben anbieten, wo Sie Grabsteine finden. Und da gibt es eben diese Aufzeichnung Hyman Posenberg. Das ist Grabstein und wenn wir das so ein bisschen uns genauer anschauen, sehen wir, dass der Herr ja gar nicht Posenberg heißt, sondern Rosenberg, weil es ist gar nicht ein P, sondern es ist ein R. So, was macht Daniel? Er hat diesen Fehler gefunden. Er sagt, ach komm, das ist ein Fehler, der Herr heißt ja gar nicht Posenberg. Also möchte ich jetzt mal eine Alternative vorschlagen. Er klickt da drauf. Er sagt hier Vorname Hyman, last name wollte ich sagen, Nachname Rosenberg. Das ist ein Transkriptionsfehler. Und er schreibt nochmal, warum er glaubt, dass es ein Transkriptionsfehler ist. Und da hat er auch recht. Also er schreibt, Hyman Rosenberg war mein Verwandter, also war mein Vorfahrer und sein Nachname ist nicht Posenberg, sondern Rosenberg. Denn Rosenberg ist auch ein sehr bekannter jüdischer Nachname. Und auch in seinem Grabstein können Sie sehen, dass es auch korrekt Rosenberg geschrieben wurde und nicht Posenberg. So, dann sagt er hier, ich schicke euch das mal zu. Dann schickt er uns das zu und das nächste Mal, wenn Sie selbst jetzt diesen Datensatz suchen und auch finden würden, würde das Ganze so aussehen. Also all das, was jetzt grün umrandet ist, ist das jetzt, was noch dazu kommt. Sie sehen, dass der Vorschlag Hyman Rosenberg ist zu sehen und Sie sehen auch, wer das Ganze überhaupt vorgeschlagen hat. Also ein MyHeritage-Nutzer, der Name ist Daniel aus den USA, das ist ein Transkriptionsfehler laut Daniel und Sie können auch Daniel kontaktieren. Also wenn Sie meinen, der Datensatz ist für Sie wichtig und Sie sind vielleicht doch der Meinung, nee, das finde ich aber nicht so oder Sie möchten vielleicht ein bisschen mehr darüber erfahren, warum Daniel eben denkt, dass der Datensatz Posenberg falsch ist, dann haben Sie die Möglichkeit, eben in Kontakt zu treten mit dem Nutzer. Ja. So, das wäre auch, wie Sie das bei SuperSwitch sehen würden, das Ergebnis. Also oben haben Sie eben von Billion Graves diese Aufzeichnung und dann sehen Sie direkt hier vorgeschlagen von, also Vorschlag Hyman Rosenberg und dann kann man sich das nochmal konkreter anschauen. Genau.
Ja, das Vorschlagen einer Alternative ist kostenlos, jedoch nur, wenn Sie auf den Datensatz zugreifen können. Es ist so, dass wir bei Heritage natürlich nicht alle Datensätze kostenlos zur Verfügung stellen, sondern es gibt Datensätze, dafür brauchen Sie entweder ein Datenabonnement oder eben ein Komplettabo. Und da können Sie natürlich nur diese Vorschläge schicken, entweder wenn es kostenlos ist oder wenn Sie natürlich Abonnent sind. Und ich hatte ja gesagt, erst derzeit funktioniert das ja nur für Namen. Aber in Zukunft möchten wir das so anbieten, dass Sie auch andere Informationen bearbeiten können, wie zum Beispiel Orte oder Berufe, dass Sie auch das korrigieren können. Ja, kurz zur globalen Namensübersetzung. So, Entschuldigung, hier kurz ein Problem mit meiner Tastatur. Darüber hatte ich auch letztes Mal gesprochen. Auch hier möchte ich nicht so viel erwähnen. Wie gesagt, Sie haben immer die Möglichkeit, das andere Webinar sich anzuschauen. Aber wir bieten die Möglichkeit an, dass wir Namen in 42 verschiedenen Sprachen, also die Sprachen, die wir anbieten, dass wir das für Sie zurück übersetzen. Denn natürlich ist es so, dass Sie nicht in allen Sprachen irgendwie suchen können, sondern meistens suchen Sie ja in Ihrer Muttersprache und haben dann wahrscheinlich gar keine Ahnung über andere internationale Datensätze. Also das ist jetzt ein Beispiel für Jakob Schmidt. Sehen Sie hier die Möglichkeiten, die es gibt in anderen Sprachen. Ich mache ja immer das Beispiel mit meinem Cousin Alexander. Der heißt Alexander. Naja, jeder kennt ihn unter Alex. Und zack, das sind alle Möglichkeiten oder alle Übersetzungen für den Namen Alexander. Auch unten sehen Sie einmal die kyrillische Schreibweise und auch die hebräische Schreibweise. Auf Spanisch sagen Sie Alejandro. Auf Russisch wäre zum Beispiel der Name Sascha. Das wissen viele und viele aber auch nicht. Aber das ist jetzt für einen einzigen Namen all die Übersetzungen, die es gibt. Ja, was heißt das? Ich habe jetzt hier ein Beispiel für eine Suche für Alexander Amabrov aus der Ukraine. Und ich habe in meiner eigenen Sprache keine Ergebnisse. Allerdings sehe ich jetzt hier drei Ergebnisse also in Kyrillisch, was ich ja überhaupt gar nicht lesen kann und auch gar nicht verstehe. Aber hinter der kyrillischen Schreibweise sehe ich nochmal jetzt in dem Fall auf Englisch, weil diese Suche auf Englisch getätigt wurde, ansonsten würden Sie es auf Deutsch sehen, sehe ich in Klammern den Namen eben in meiner Suchsprache. Also ich sehe erstmal Alexei Amabrov, ich sehe Alexander Abramov und ich sehe Alexander Efremov. Und ich weiß auch, dass es auch Datensätze sind, die sehr wichtig gewesen sind. Man sieht ja auch, dass die Datensätze kommen aus der Ukraine, aus Kirchenbüchern von 1840 bis 1845. Und auch hier ist die Suche sehr erfolgreich gewesen und man hätte es selbst nicht gefunden, weil man natürlich nicht in Kyrillisch sucht. Also die globale Namensübersetzung auch für Sie bei SuperSearch sehr interessant und hilfreich. Ja, hier nochmal die 42 Sprachen. Kommen wir zu Search Connect. Also jede Suche wird zu einem durchsuchbaren Datensatz. Auch das hatte ich, glaube ich, letztes Mal kurz vorgestellt. Ich möchte es aber immer gerne wieder nochmal vorstellen, weil natürlich nicht jeder immer alle Webinare sich anschaut und kennt. Und dass Sie es einmal auch wieder hier gehört haben, stellen Sie sich das Szenario vor, Sie suchen für einen Vorfahren eben nach Informationen. Wir können Ihnen keine Informationen liefern, also das heißt keine Suchergebnisse. Aber ein Jahr später sucht ein anderer MyHeritage-Nutzer, von dem Sie wahrscheinlich auch noch nie was gehört haben, nach demselben Vorfahren, findet leider auch wieder nach einem Jahr keine Aufzeichnungen, aber er findet Sie und sieht, dass Sie auch mal vor einem Jahr genau die gleiche Suche getätigt haben. Also haben wir hier mehr oder weniger eine Erfolgsgeschichte, weil wir sie beide zusammenbringen können. Also das heißt, Sie suchen beide nach dem gleichen Menschen und können so zusammen oder gemeinsam forschen und schauen, ob Sie eben gemeinsam was herausfinden und auch Ihre Daten gegenseitig austauschen. Also Search Connect ist auch sehr hilfreich. Übereinstimmung mit Zeitungen, auch da einmal zwei, drei Sätze. Wir haben eine einzigartige Technologie entwickelt, um eben semantische Analysen in Zeitungen anzuwenden und auch eben diese zu verstehen. Ich rede hier von Todesanzeigen und Hochzeitsanzeigen oder eben Geburtstagsgrüße, die man eben in einer Zeitung findet. Die werden automatisch von uns erkannt, analysiert und dann eben in Übereinstimmung zu Ihrem Stammbaum gebracht. Und sobald wir eine Übereinstimmung finden, erhalten Sie eben eine Newspaper-Match, also eine Übereinstimmung in einer Zeitung. Das Ganze bieten wir auch für Bücher an. Wir haben knapp 85 Millionen Seiten aus Büchern, die eben auch alle organisiert sind, aus verschiedensten genealogischen Büchern, Familienbüchern, Jahrbüchern etc. Auch da funktioniert das Matching. Das heißt, wir suchen auch da nach Übereinstimmung zwischen Ihren Daten und eben den Daten in den Büchern. Und kommen wir jetzt einmal zu den deutschen Aufzeichnungen. Ganz, ganz wichtig für
deutsche Aufzeichnung, das werden vielleicht die meisten wissen, vielleicht haben Sie es aber auch noch nie gehört, aber ist das Personenstandsgesetz. Das deutsche Personenstandsgesetz regelt die Registrierung von Geburten, Hochzeiten, Sterbefällen und andere Änderungen im Personenstand der Familie in Deutschland und damit auch die Aufbewahrung der seit dem 1. Januar 1876 im damaligen Deutschen Reich erstellten Personenstandsregister sowie deren Benutzung. Also Personenstandsregister, ganz wichtig, nach § 5 des Personenstandsgesetzes werden die Personenstandsregister während der folgenden Fristen bei Standesämtern weitergeführt. Für Ehe- und Lebenspartnerschaftsregistern sind das 80 Jahre, Geburtsregister 110 Jahre, Sterberegister 30 Jahre. Und nach Ablauf dieser Fristen müssen die Register und die zugehörigen Sammelakten den zuständigen öffentlichen Archiven zur Übernahme angeboten werden. Ja, das heißt, in knapp 2 Monaten, also ab dem 1. Januar 2020, in 1,5 Monaten, stehen damit also Ihnen folgende Register zur Verfügung. Für Ehen alles bis 1940, für Geburten alles bis 1910 und für Todesfälle alles bis 1990. Das ist schon mal wichtig, dass Sie das gehört haben. Auch ganz wichtig, die deutsche Schrift. Ich habe hier so Beispiele aufgeführt von deutsche Schriftarten, das alte Alphabet. Da haben Sie auch Beispiele, das ist auch ganz wichtig. Sie werden bei einer alten Geburtsurkunde oder auch Todesanzeige, Todesurkunden eben diese Schrift vorfinden, hauptsächlich wahrscheinlich das Süterlin. Ich kann es nicht lesen, also für mich ist es sehr, sehr schwierig, aber wenn Sie natürlich nach deutschen Aufzeichnungen suchen, werden Sie immer damit konfrontiert werden und es ist sehr wichtig, es gibt auch viele Kurse dazu, auch Online-Kurse, wo Sie sich das selbst beibringen können, das zu lesen. Aber ja, das ist auch etwas, das Sie auf jeden Fall beachten sollten, dass Sie eben diese deutsche Schrift sich aneignen. Und ganz wichtig, Grenzen. Also das ist jetzt eine Landkarte von Deutschland aus dem Jahre 1912. Das sieht nicht mehr so aus, wie es heutzutage aussieht. Und es kann natürlich auch sein, dass Sie irgendwie Datensätze finden, die eben nicht mehr zu Deutschland gehören, zum Beispiel Polen. Das heißt, Sie müssen in einem Archiv oder nach Datensätzen aus Polen suchen. Und das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, wie überhaupt damals eben Deutschland, sage ich mal, oder eben das Land, wo eben die Vorfahren geboren oder gestorben sind, aussahen, wie es heutzutage ist. Das heißt, auch hier immer bedenken, dass Landesgrenzen immer verschoben werden oder verschoben wurden und das Ganze auch eben 2020 fast anders aussieht. Auch das bitte im Kopf haben. Ja, deutsche Aufzeichnungen auf MyHeritage. Ich habe jetzt hier einmal alles aufgelistet, was wir auf MyHeritage anbieten an deutschen Aufzeichnungen. Ich muss jetzt nicht ja alles durchlesen, das sehen Sie ja, ich hatte ja gesagt, über 54 Millionen Datensätze. Sie sehen bei zwei Sammlungen ein kleines Zeichen, da steht neu. Das ist nämlich neu. Es ist so, dass wir kontinuierlich jeden Tag neue Datensätze hinzufügen, also nicht aufgeben, wenn Sie sagen, ach, ich habe jetzt gar nichts gefunden, ich gehe jetzt einfach. Nein, das kann morgen natürlich ganz anders aussehen. Es gibt auch die Möglichkeit bei SuperSearch, wenn Sie eine Suche starten, dass Sie sagen, ich glaube, das ist ganz unten, dass Sie sagen, mir immer Updates zu dieser Suche schicken. Also das heißt, Sie müssen nicht immer jede Woche oder alle 2, 3, 4 Wochen, wann auch immer, diese gleiche Suche starten, sondern Sie speichern diese Suche bei MyHeritage und erhalten automatisch, sobald es für diese Suche einen Treffer gibt, erhalten Sie automatisch eine E-Mail von uns, die Sie eben benachrichtigt und sagt, gucken Sie mal, für die Suche, die Sie vielleicht vor 3, 4 Monaten getätigt haben, gibt es jetzt eine Aufzeichnung dazu. Das ist auch ganz interessant zu wissen. Und es ist auch so, dass wir immer, wie ich gesagt habe, neue Datensätze haben. Ich habe erst vor 3, 4 Tagen einen Blogbeitrag geschrieben zu neuen Aufzeichnungen, die wir jetzt in der ersten Novemberhälfte hinzugefügt haben. Das sind insgesamt 18,8 Millionen neue Aufzeichnungen, die wir auf der Seite haben. Das ist jetzt mal eine Auflistung für all die Aufzeichnungen, die wir jetzt nur allein schon in den ersten 2 Novemberwochen hinzugefügt haben. Sehen Sie hier alles aufgelistet. Und das Ganze ist auch jeden Monat so. Sie werden jeden Monat von uns ein Update erhalten. Wenn Sie das selber sich lesen, durchlesen möchten, gehen Sie bitte auf MyHeritage, den Blog von MyHeritage, blog.myheritage.de. Und jeden Monat haben wir einen Blogbeitrag darüber, welche neuen Datensätze es denn bei MyHeritage gibt. Wenn Sie den Blog nicht lesen und es auch nicht wissen, macht es nichts, denn im Sammlungskatalog und wenn Sie überhaupt nach Datensätzen suchen, werden Sie auch von uns hier
informiert. Zum einen sehen Sie jetzt hier updated, also das heißt, es gibt auch teilweise Datensätze oder Sammlungen, die einfach nur, wie nennt sich das, geupdatet werden, also mir fehlt gerade das deutsche Wort, also eben bearbeitet wurden und neu sind. Oder es gibt natürlich, wenn jetzt hier runterscrollt, dann sehen Sie dann new, also komplett neue Datensätze. Das heißt, auch da über MyHeritage Super Search sehen Sie, was alles neu ist. Ja, ich wäre jetzt eigentlich am Ende meiner Präsentation und ich bin gut mit meinen 40 Minuten ausgekommen. Ich habe mehr oder weniger alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wir kommen gleich auf Ihre Fragen. Ich gehe gleich auf Ihre Fragen ein. Ganz kurz, was ich ja immer sage, familytreewebinars.com. Da finden Sie knapp 1000 Webinare international, also in den verschiedensten Sprachen. Wenn Sie auch interessiert sind an vielleicht ein dänisches Webinar oder französisches, werden Sie das auch da finden. Natürlich auch alle anderen deutschsprachigen Webinare und das von heute. Das heißt, unter familytreewebinars.com lade ich Sie herzlich ein, sich das Ganze mal anzuschauen. Das Ganze ist kostenlos für Sie und sehr interessant. Und unser allerletztes Webinar für dieses Jahr findet am 18. Dezember statt, Ahnenforschung für Anfänger, Teil 2. Da hat die professionelle Genealogin Andrea Bentschneider aus Hamburg hat den ersten Teil, ich glaube, vor 4 Wochen oder 8 Wochen den ersten Teil gehalten. Wenn Sie das verpasst haben, gerne auf der Seite sich das Ganze anschauen und gerne am 18.12., da möchten wir einmal abends ein Webinar anbieten. Also am 18.12. wird das Ganze um 19 Uhr stattfinden. Haben Sie eben die Möglichkeit, sich diesen zweiten Teil anzuschauen. Ich würde Ihnen das sehr ans Herz legen. Das ist kurz vor Weihnachten und Frau Bentschneider gibt Ihnen da so ein bisschen ein paar Tipps für Weihnachten, wie Sie irgendwie da, wenn Sie gemeinsam mit Ihren Verwandten am Tisch sitzen, noch mehr erfahren können oder noch mehr Informationen aus den Verwandten bekommen, eben für Ihre Ahnenforschung. Also sehr interessant. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Bevor ich jetzt zu den Fragen komme, würde ich jetzt einmal die 2 Gewinner auslosen. So, ich muss einmal ganz kurz gucken. So, und zwar, das MyHeritage Komplett-Abo hat Herr Johann Eickhoff-Koberg gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch. Ich wiederhole, MyHeritage Komplett-Abo gewinnt Herr Johann Eickhoff-Koberg. Herr Eickhoff-Koberg, bitte senden Sie mir nach diesem Webinar oder heute Abend oder auch morgen eine E-Mail zu an germany@myheritage.com. Und dann werde ich sehr gerne Ihr Konto auf MyHeritage kostenlos für ein Jahr hochstufen. Also herzlichen Glückwunsch. Und das MyHeritage DNA Kit hat gewonnen, Frau Karen Krüger. Also Frau Krüger, herzlichen Glückwunsch. Auch Sie bitte einmal an germany@myheritage.com mir eine kurze E-Mail zukommen lassen. Dann schicke ich Ihnen gerne mit Ihrer Anschrift natürlich. Ihnen muss ich ja das Kit per Post zusenden. Und dann würde ich Ihnen das Kit so schnell wie möglich dann diese Woche nochmal zukommen lassen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Johann Eickhoff-Koberg und Frau Karen Krüger. So, ansonsten vielen herzlichen Dank an alle anderen Teilnehmer, die hier mit dabei waren heute. Und ich würde jetzt einfach die Fragerunde starten. So, ich sehe hier direkt eine Frage von Herrn Graf. Hallo, ich habe leider dauernd Audioaussetzer. Kann das an Ihrem Mikro liegen? Och, das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Wenn ich die Präsentation halte, gucke ich natürlich nicht die ganze Zeit auf die Fragen, die gestellt werden, weil das bringt mich natürlich aus dem Fluss und ich möchte ja einfach einwandfrei präsentieren. Und das ist echt doof. Ich würde bitten, alle anderen Teilnehmer, die da sind, falls Sie das gleiche Problem haben oder hatten, einmal nur ganz kurz bei der Frage, beim Fragebereich ganz kurz antworten, ja, auch Probleme mit Audio, ja, Audioprobleme, wie auch immer, sodass ich das einschätzen kann, inwieweit das wirklich... Okay, Frau Krüger sagt, es war alles zu verstehen. Perfekt. Es ist halt so, ich hatte vorher, glaube ich, andere Kopfhörer und andere Mikrofone, aber mein Kollege, der Jeff Rasmussen, der ja die Seite familytreewebinars.com leitet, hatte mir eben ein Mikrofon und also Kopfhörer empfohlen, so, wissen Sie, es sind so viele Sprachen. Ich bin Portugiesin, Muttersprache Portugiesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, da komme ich manchmal durcheinander, es tut mir sehr leid. Jedenfalls hat er mir was empfohlen und ich habe ein MacBook und das, was ich hatte, war vorher eben ein Microsoft-Kopfhörer und jetzt habe ich etwas ganz Universales und
ich habe das Gefühl gehabt, dass es wirklich toll funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt doch für alle anderen funktioniert hat. Ich sehe, dass die meisten antworten, dass alles gut war. Tut mir leid, Herr Graf, wenn es bei Ihnen nicht funktioniert hat. Aber ja, ich hoffe, Ton einwandfrei. Vielen, vielen Dank. Perfekt. Dann tut es mir leid, Herr Graf. Dann liegt es vielleicht an Ihrer Verbindung. Ja, dann kommen wir dann, mein Mikrofonproblem, das hören wir jetzt mal auf. Dann frage ich mal nochmal in die Runde, ob Fragen. Gibt es auch Datensammlungen aus der Schweiz? Kann ich jetzt aus dem Bauch heraus gar nicht sagen, aber ich würde sagen ja. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht sagen, welche genau. Dann müssten Sie tatsächlich einfach so eine Suche starten, indem Sie runterscrollen, auf die Weltkarte klicken, Europa und dann Schweiz. Wenn Schweiz da erst gar nicht aufgelistet ist, dann nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir da gerade dabei sind, auch neue deutschsprachige Datensätze, also nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich und die Schweiz, dass wir dran sind. Es ist natürlich auch immer relativ schwierig, mit Archiven zusammenzuarbeiten. Teilweise haben leider Konkurrenten eben auch Exklusivverträge, was für uns ja auch das Ganze auch erschwert, dass wir eben für Sie neue Datensätze anbieten können. Aber wir sind auf jeden Fall dran. Aber wie gesagt, schauen Sie gerne nochmal nach. Ab wann funktioniert der Family Tree Builder für Mac? Ja, das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird derzeit, weil mit Catalina funktioniert es nicht. Ich habe selber die Problematik. Ich habe ja ein MacBook und kann derzeit den Family Tree Builder nicht nutzen. Glauben Sie mir, für mich ist es genauso schlimm wie für Sie. Und die Kollegen vom Support sagen mir, dass sie arbeiten dran, es wird eben dran gearbeitet und ich würde schon sagen, dass es 2, 3 Monate noch in Anspruch nehmen wird, bis das Ganze funktioniert. Das tut mir sehr leid. Ich bin selber eine, die davon leidet und es tut mir leid. Ich kann leider nicht mehr dazu sagen. Es ist eben dieses Problem und ich kann eben sagen, dass sie natürlich weiterhin die Möglichkeit haben, online auf Family Tree Builder wollte ich sagen, auf myheritage.de am Shamom zu arbeiten und natürlich über die App. Da sollte es gar keine Probleme geben. Ich weiß, das ist jetzt nur ein Trost, weil wenn man mit dem Family Tree Builder arbeitet, dann möchte man auch weiterhin mit dem Family Tree Builder arbeiten. Das sollen Sie auch natürlich. Aber ich würde Sie bitten, auch nicht zu vergessen, dass der Family Tree Builder eigentlich eine Microsoft, Software ist. Und wir haben im Laufe der Jahre gemerkt, dass natürlich Mac-Nutzer das natürlich auch nutzen möchten und wir eben so eine Erweiterung für die Mac-Nutzer angeboten haben und immer noch anbieten. Nur derzeit funktioniert es unter Catalina nicht, aber ich bitte wirklich nochmal um etwas Geduld und ansonsten leider, leider nochmal mit dem Support sprechen. Ja, auch ich bedanke mich auch bei Herrn Eickhoff-Koberg, der sich gerade bei mir bedankt und sagt, dass es ein interessantes Webinar gewesen sind. Und ja, ich natürlich als Glücksfee hier ihn ausgewählt habe, sehr, sehr gerne. Hoffe auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Am 18.12., wenn jetzt keine Fragen sind, würde ich tatsächlich das Webinar beenden und natürlich nächste Woche oder nee, nicht nächste Woche, in 4 Wochen nochmal als Glücksfee agieren und vielleicht haben Sie da auch wieder Glück. Also wir verlosen immer ein Komplettabo und ein MyHeritage DNA-Kit, nur dass Sie es nochmal gehört haben und ansonsten ja, schon wieder das Problem mit den Tree Builder. Ja, ich weiß, dass es schwierig ist, diese Datenserien zu bearbeiten. Also ich werde nochmal mit dem Support sprechen, aber mir sind da auch wirklich die Hände gebunden. Ich kann dann recht wenig machen. Ja. Ja, und ansonsten vielen, vielen Dank, dass Sie wieder teilgenommen haben. Ich möchte noch einmal ganz kurz dann auf myheritage.de/help Sie darauf hinweisen. Wir haben auch eine neue Seite, die nennt sich MyHeritage Bildung, falls Sie das nicht kennen, education.myheritage.de. Das ist so eine Bildungsseite, die wir in Amsterdam bei MyHeritage Live vorgestellt haben. Ist so eine Art Bildungszentrum. Da gehen Sie hin, da finden Sie verschiedenste Anleitungsvideos, Sie finden Webinare, Sie finden Artikel, all über nicht nur DNA-Genealogie oder sagen wir mal über DNA-Genealogie und über konventionelle Ahnenforschung und alles über eben MyHeritage, wie Sie eben an unserer Seite arbeiten. Ganz tolle, interessante Anleitungsvideos und Artikel, die Sie sich gerne anschauen können. Ja, und wenn noch Fragen sind, dann immer bitte gerne an unserem Support wenden. Die Kollegen arbeiten 24 Stunden und versuchen so schnell wie möglich Ihnen zu antworten. Auch hier Entschuldigung, falls es ab und zu einfach länger dauert, aber wir haben knapp 110 Millionen Nutzer. Und da können Sie vielleicht nachvollziehen, wenn da irgendwie ein Drittel eine Frage stellt, dass man auch da schon wirklich viele Anfragen erhält. Also, ja,
Also, ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich dann, Sie vielleicht am 18.12. nochmal begrüßen zu dürfen und würde jetzt das Webinar beenden. Und ich sage nochmal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.